EA Sports. It's in the game. Hallo, hallo, Anwander hier. Willkommen zu Let's Play FIFA 10. Ja, ein herzliches Willkommen an all die Sportbegeisterten, an alle Freunde des runden Leders, an alle, die sich freuen bzw. weinen, wenn das Runde ins Eckige fliegt. Für euch gibt es jetzt FIFA 10, hier gespielt von der PS3. Natürlich von mir hier, Anwander. Ist ja klar. Und wir spielen genau, ist kein Endlos-Let's Play, sag ich schon mal. Wir spielen genau eine Saison. Und ratet mal mit wem? Klar, mit dem FC Bayern München, weil ich bin ein Bayer und das ist einfach meine Mannschaft. Yeah, und wir haben hier Anwar Nah und der wird auch mitspielen. Vorne im Sturm ist der mal ganz vorne mit dabei. Hier, der schießt ganz tolle Tore. Ha, das war jetzt sogar gar nicht schlecht. Gut, und ich muss nochmal kurz was umstellen, denn... Spieleinstellungen, das habe ich vergessen jetzt. Haha, wir gehen auf Audio und machen natürlich die Kommentarlautstärke vollkommen aus, weil ich kommentiere ja, ne? So, hätte ich jetzt fast vergessen. Wisst ihr was? Ich habe sogar gerade schon eine erste Aufnahme gestartet, das Spiel gestartet und hab's verpatzt. Haha. Gut, ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich das neu gestartet. Gut, Manager-Modus und wir starten natürlich einen neuen Manager-Modus. Ja. Genau, mach schneller. Und mit dem FC Bayern München, Gomez, Ribéry und Lahm, die Top-Spieler. Vereinsbudget natürlich recht hoch bei Bayern München. Und es ist einfach meine Mannschaft hier, ne? Es ist meine Mannschaft. So, und hier nehmen wir, was weiß ich, nehmen wir einfach... Meinen Vornamen, den kennt mittlerweile eh jeder, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, dann weiß den mittlerweile jeder. So, jetzt ein Video, in dem sage ich den, Felix so. Und den nehmen wir mit Nachnamen hier, Knifte. Komm. Felix Knifte, das geht. Spielschwierigkeit Profi, Vorstandsschwierigkeit Profi, Euro, 10 Minuten, das passt alles. Machen wir 10 Minuten Halbzeiten, dann also dauert es immer mindestens 20 Minuten. Also ich schätze mal, dass eine Folge halbe Stunde dauert. Oder so ähnlich. Unter Dach und Fach von Dieter Drumm. Ich habe das gerade schon mal vorgelesen, jetzt muss ich es nochmal vorlesen. Bayern München hat einen neuen Trainer gefunden. Nach wochenlangen Sondierungsgesprächen hat der Bayern München Vorstand verkündet, dass Trainerneuling Felix Knifte, erkundigt euch mal, was Knifte heißt, das Rennen gemacht hat. Gemessen an der mangelnden Erfahrung von Felix Knifte ist das eine große Überraschung. Der neue Trainer hat seine Ziele für die kommende Saison formuliert. Und zwar knallhart. Die Liga gewinnen und möglichst alle Pokale holen. Der Trainer gab weiterhin zu Protokoll, dass er die volle Unterstützung des Vorstands habe und freie Hand bei Veränderungen, die nötig sind, um den Verein wettbewerbsfähig zu machen. Wettbewerbsfähig machen, das ist der FC Bayern München, so. Und hier nimmt man nicht der, der am meisten Kohle instant gibt, sondern man nimmt denjenigen Sponsor, der pro Spiel am meisten gibt, denn das rentiert sich auf Dauer am meisten. Ein paar Siegen hat man dann nämlich schon wieder diese komischen 2 Millionen drin und das ist dann ganz gut. So, und hier erstmal Spieler auf die Transferliste packen. Und erstmal alles simuliert werden. Von billig bis teuer ist alles dabei. Man kann sich auch Mayonnaise kaufen gehen. Mayonnaise ist immer schön. Die schmiert man sich dann auf die Stollen und dann rutscht man nur so über den Rasen. Dann flutscht das Ding ins Tor. Gut. Und wir Moment, kann sein, dass ich kurz schneiden muss, weil man vielleicht meinen Nachnamen sieht. Nein, sieht man nicht. Gut. Das hier ist das der Fail-Spielstand, den ich gerade eben gemacht habe. Den überschreiben wir jetzt schnell. LP, Let's Play. Unten drunter ist ein Spielstand, wo man meinen Nachnamen sieht. Aber das möchte ich nicht. Mein Vorname ist schon okay. So, wir spielen als erstes. Ach, wir hätten gegen Dortmund gespielt. Jetzt spielen wir gegen Stuttgart. Und das ist mir auch recht, denn dieses Spiel Bayern-Stuttgart sehe ich mir auch immer gerne im TV an. Mache ich sehr gerne. Das ist mal ein schönes Spiel. Gucken natürlich alle Bayern-Spiele an, die laufen. Die auch gerne hier... Bei uns im Kaff, wo ich wohne, 10.000 Leute Kaff. Ich hasse es, ich will in die Großstadt. Hier gibt es auch so eine schöne Sportbar unten beim Schwimmbad. Ach, da ist schön, da hocke ich mich immer, da hocken dann was weiß ich, 100 Leute drin und gucken alle zusammen die Fußballspiele. Ach, das ist immer schön, da gehe ich immer gerne. Und wir spielen hier nicht auf der 4-4-2, sondern wir spielen auf einer individuellen 4-3-3, die ich natürlich gerade eben schon hergerichtet habe. Die einerseits eine gute Formation ist natürlich, mit der ich besonders gut spielen kann. Und die auf den Startkader natürlich etwas zugeschnitten ist und auch ein bisschen auf die Leute, die dann später eingewechselt werden können. So, und ein kleiner Tipp für alle, die FIFA 12, 10, 11, 12 spielen. Hier, Timoschok spielt ziemlich gut auf der linken Verteidigung. So, die beiden passen schon. Hier muss man nichts ändern. Da. Ich könnte jetzt noch hier total hin und her schieben, aber wenn man sich die Werte von dem mal so anguckt und alles... Ach Quatsch, nicht hier, sondern hier zum Beispiel. Wenn ich mir die ganzen Werte jetzt angucke und auch hier mal gucke... Die spielen auf beiden Positionen gleich gut.
Gut, Rommel spielt natürlich hier auf dem rechten Mittelfeld. Van Bommel spielt hier auf dem etwas zurückgezogenen Mittelfeld, genau in der Mitte. Das ist schön, da passt er gut im Mittelpunkt. Ach, schade, dass der nicht mehr hier bei Bayern mitspielt, jetzt aktuell schon in der Realität. Man könnte eigentlich mal kurz sagen, wie schlägt sich denn der echte FC Bayern so? Ja, der schlägt sich recht gut. Bundesliga, finde ich, haben sie jetzt verkackt, okay. Haben sie halt gegen Dortmund schön abgekackt. Das war wirklich nicht das Beste. Übrigens hier mal kurz Formation. Seht ihr ja, alle haben so ihre Position, wo sie am besten spielen. Und damit machen wir Bayern zu einem wahrscheinlich 6-Sterne-Verein. Das sieht man bloß hier wahrscheinlich nicht, ja. Aber ihr seht auch Anwana, der ist hier jetzt lang nicht so gut wie ein Dingens. Wieso ist der nur auf 82? Ach, weil er hier hin muss, natürlich, klar. Ach, da habe ich was in der Formation falsch gemacht, so. Übrigens, Anwana, stimmt, ich habe das ja falsch rumgesetzt. Die Formation habe ich falsch rumgesetzt, genau, weil Anwana hier auf der linken Flanke ziemlich gut spielt. Linker Flügel, wie war, ja, ich vergesse immer, was das von beiden heißt. Flügel. Spielt er ziemlich gut, Ribéry spielt natürlich hier ziemlich gut. Gomez, ja, die Tormaschine in der Mitte, das passt schon. Und wir brauchen hier definitiv keinen Torwart auf der Ersatzbank. Habe ich nie gebraucht, werde ich nie brauchen. Stattdessen packen wir uns das, sortieren wir uns das kurz hier ein bisschen hin. Moment. So, packen wir uns kurz. Wir nehmen aber 3 Verteidiger, 2 Mittelfeldspieler und 2 Stürmer auf die Bank. Das passt dann. Alaba braucht man nicht. Wir nehmen uns stattdessen hier nochmal Bumm. Ja. Da haben wir hier schön unsere Spieler hier schön auf der Bank sitzen. Das ist super. Haben wir auch immer wen als Ersatz da. Auch wenn Bayern von den Verteidigern her nicht so brillant aufgestellt ist. Beziehungsweise doch, Startkader ist schon super. Aber auf der Bank haben sie ja nicht so viele gute Verteidiger sitzen. Zum Beispiel hier, Contento, nicht wirklich gut, finde ich jetzt. Ja, aber so Sturm-Mittelfeldmäßig sind sie ganz gut bedient. Vor allem im Sturm ist ja Bayern sehr stark. Gut. Wir müssen aber die Formation kurz umstellen, weil ich ja was falsch gemacht habe. Genau, weil nämlich Ribéry nach hinten gezogen gehört. Und nicht nah, genau. Der Anwana, der gehört nicht nach hinten gezogen. Ich nenne ihn einfach Anwana. So. So rum gehört es nämlich, meine Lieben. Ja, ja. Wir speichern das wieder auf individuell 1 und danke. Ich habe danke gesagt. Mach schneller. So, nochmal auswählen. Ist schon alles richtig, ne? Ja, passt perfekt. Genau so können wir das machen. Dann verteilen wir noch kurz die Spielerrollen. Das geht auch recht schnell. Der Chef ist natürlich, der Chef im Ring hier, Lahm natürlich, manchmal nehme ich auch Gomez, aber eigentlich Lahm, weil das ist halt der Captain, ne? Gut, und für den, langen Freistoß können wir, denke ich, hier, wo ist er denn, da, nehmen wir einfach Ribéry für einen Elfmeter, da könnten wir jetzt entweder, Nah oder Ribéry nehmen, wir nehmen aber Nah, weil er noch ein bisschen mehr Kraft im Fuß hat als Ribéry. Übrigens, der Anwana hier, ich nenne ihn einfach Anwana, so. Blöd, mich selbst beim Namen, mein Nickname zu nennen, obwohl ich jemand anders meine, einen Spieler in einem virtuellen Spiel. Egal. Ja, der ist jetzt nicht übermächtig stark. Er ist ziemlich gut. Er ist auf Bayern-Niveau, ganz einfach. Er ist sonst ziemlich gut, ja. Aber er hat auch seine Schwächen, zum Beispiel. Er ist verdammt schnell. Aber, genau wie in der Realität, auch bin ich verdammt schnell, aber, wie in der Realität, eben ist meine Ausdauer von Anwana nicht so die wahnsinnig höchste. Und deswegen legt er eher kurze Sprints auf der Außenbahn hin, genauso wie es gedacht ist. Deswegen ist er auf dieser Position. Ja, genau das kann ich nämlich auch am besten. Kurze Sprints hinlegen. Lange Sprints, dann kack ich ab. Genau wie Anwana. So. So, und direkter Freistoß, dann nehmen wir hier nehmen wir Robben. Hier, da Rechtecke nehmen wir einen Rechtsfuß natürlich. Dann nehmen wir Dingens Schweini. Und bei der Ecke, da nehmen wir Dingens hier, ach, wen nehmen wir da? Nicht unbedingt einen Stürmer, der ganz gut Kopfwelle machen kann. Das wäre irgendwie blöd, wenn ich da jetzt hier Leute wie Schweinsteiger, Ribéry oder sonst wen nehmen würde. Oder Anwana hier. Das wäre dumm. Stattdessen nehmen wir Robben, auch weil seine Werte da gut passen. Gut, das haben wir soweit. Und jetzt können wir endlich in der Saison loslegen. Und weil hier keine direkte Aufstellung zueinander gezeigt wird anfangs, muss ich eben jetzt schon hier einmal im Manager-Modus-Menü hier unsere Aufstellung vorlesen und gleich dann die von Stuttgart. Ja. So mache ich das dann nämlich. Also, ein Freundschaftsspiel gegen Stuttgart, unser Daheim in der Allianz Arena. Im Tor haben wir Rensing, dann haben wir Lahm, Van Brücken, Demichelis, Timoschuk. Den spricht man nicht Timoschuk, auch nicht Timoschuk, sondern Timoschuk. Spricht sich komisch, aber ist so. Timoschuk. Timoschuk. Ah, ich krieg's manchmal auch nicht hin. Dann haben wir Robben, Van Bommel, Schweini. Ich nenne ihn nicht gern Schweini. Schweinsteiger. Diese ganze Verniedlichung. Dann haben wir Ribéry, Gomez und Anwana. Ich nenne ihn einfach Nah, weil es sein Nachname ist. So.
Wir simulieren die Partie, genau. Das, tschüss, wir haben hier simuliert und fertig. Ja. Gut, dann haben wir im Tor bei Stuttgart Lehmann, dann haben wir Osorlo, Mann, was haben die für Namen immer? Dann haben wir, oh Gott. Raul Schruss. Ich kann den Namen voll aussprechen. Kann ich nicht. Tatschi oder Taski oder so. Dann haben wir Rucker. Dann haben wir Hilbert Lanik. Ja, Lanik. Kuzmanovic. Dann haben wir Kedira. Dann Kakao. Und dann Pogranjak. Genau, Pogranjak. Genau, so spricht man den. Ha, den Namen kann ich aussprechen. Pogranjak. Ja, Pogranjak. Ich kann es nicht. Doch, kann ich. Ha. Die spielen auf einer 4-4-2-Formation. Aufbaugeschwindigkeit ist ausgeglichen, Chancenerarbeitung, Flanken ist normal, Defensivdruck mittel. Das sollte man sich immer vorher durchlesen, da kann man sich ein bisschen drauf einstellen. Spieleintrittspreis könnten wir höher legen, klar könnten wir. Aber es ist nur ein Freundschaftsspiel, deswegen belassen wir es bei Mittel. Da wir ja auf Tief würde ich es jetzt nicht stellen, ist, weil wir ja doch gegen eine gute Mannschaft spielen. So, und klar kriegen die ja Heimtrikot. Nö, die kriegen ihr Gasttrikot, beziehungsweise ihr Dritttrikot. Genau, nochmal kurz kontrollieren, ob die Spieleinstellungen richtig sind. Ja, sind sie. Nochmal kontrollieren, ob jetzt auch wirklich, Kommentatoren sind aus. Gut, und spielen! Erstmal mit schön vier Freundschaftsspielen in die Saison einsteigen, die ersten vier Folgen. Das ist immer toll für einen Let's Play. Aber muss natürlich sein, die Mannschaft muss warm laufen. Und drin! Nein, doch nicht drin. Verdammt, ich will ja mal ein Tor machen. Komm schon! Und Lupfer! Heber meine ich natürlich. Und das war nichts. Ich will jetzt aber einen reinmachen. Whee! Und drinnen, bitte! Haha, boah, der war sogar richtig schön drin. Guck mal, wo der hingeflogen ist. Und Point, genau in die Ecke hinten rein. Haha. So, und da wären wir schon im Stadion. Bayern München gegen VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Ein Freundschaftsspiel erstmal zu Anfang der Saison. Ja, Spielkommentator bin ich. Tom Bayer und Sebastian Hellmann sind heute nicht dabei. Ich mag Sebastian Hellmann. Ja, Aufstellung haben wir schon gesehen. Lese ich jetzt nicht nochmal vor, weil es so schnell geht. Hier sehen wir mal genaue Aufstellung, Formation. Von Bayern München 4-3-3, eine individuelle Formation von mir, mit der ich gut spielen kann. VfB Stuttgart haben wir auch schon vorgelesen, wie die aufgestellt sind. Hier sehen wir nochmal exakt, wie sie aufgestellt sind. Eine sehr geordnete Formation, wie ich finde. Aber mal sehen, ob ihr Spiel auch sehr geordnet ist oder eher freier. So, Chris Kurosek ist ihr Typus. Hier, Dingens, wisst ihr schon. Gut. So, mal sehen, ob Gomez den Ball kriegt. Ja, kriegt er. Und, wow, schnell weg damit. So, Robin. So, und Van Bommel gibt weiter an Timoschuk. So, mal sehen, wie ich das mit dem Kommentieren so hinkriege. Ob ich das überhaupt so richtig mache. Ha, scheiße. Ich bin übrigens kein Profi, ne? Nur, dass ihr das wisst. Machen wir erstmal hier ein bisschen Aufbauspiel. Müssen wir mal eine Lücke finden. So. Weiter zu Demichelis. Immer schön warten, bis ihr die erste Lücke findet. Dass man hier keine Scheiße braucht, wenn man zu schnell machen will. Haha, das klappt nur ab und zu, aber ich probiere es immer wieder gerne. Und Flanke, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und Tor, Tor für Bayern München. Ja, das ist doch immer was Schönes. Ach, schön. Und Gomez hat's gemacht. Wer hätte gedacht, dass Gomez das macht? Aluminiumtreffer, ja, ist das schön. Wer außer Gomez kann sowas? Schöne Zusammenarbeit war das an dieser Stelle. Ja, auch schade, keine Wiederholung. So. 1-0 für Bayern schon. Ja, nach ein paar Minuten. Ist doch was. Na komm. Immer schön entgegenlaufen. Das klappt besser. Haha. Ach verdammt, hat nicht geklappt. Zwischendurch schweige ich mal immer ein bisschen, weil ich mich konzentriere. So, schön weitergeben und... Ah, na verdammt. Und weg. Komm schon. Ach, scheiße. Ja, manchmal verzettel ich mich ein bisschen, aber das war ja schon mal ein super Tor, schon mal so ein schönes Kopfballtor in der, ja, vierte Minute war es, glaube ich, oder dritte. Ah, verdammt. Komm schon. Man sollte nie an ballführenden Spieler in den Rücken rennen, denn das ist dumm. Man sollte ihm entgegenrennen. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, nein. Ah, das gibt's doch nicht. Ja, der wäre beinahe drin gewesen. Oh Mann, der wäre schön gewesen. Schön am Torwart vorbei. Aber Pfosten. Kann passieren, macht auch nichts. Wir führen sowieso. Bayern sind gut in Form.
Ja, das war nicht schlecht. Komm schon. Ach, verdammt. Nee, das ist gar nichts. Ja. Ach, verdammt. Nee, war zu lang. War viel zu lang. Na? Nichts. Das war nichts. Und, ah, Ribéry versucht's, schafft's aber nicht. Ja, Robben bringt den Ball ins Aus. Zumindest etwas. Ein bisschen das Aufbauspiel wieder verlangsamt. Ah, nee, war ein Foul. Na denn. War also gleich ein Foul. Und, ah, nee, schafft er nicht ganz. Und, wieder nicht. Mann. Schön weggepasst. Ah, komm. Ah, verdammt. Okay, das ist Einwurf für Stuttgart. Ich werde jetzt nicht übrigens die Fußballregeln erklären. Das kann man sich an dieser Stelle sparen. Dann guckt man dieses Let's Play nicht, wenn man das nicht weiß. Oder guckt man doch, aber... Naja. Ja, okay, das ging. Na und wieder ganz flotten Fußes hier. Ist ja ein sehr schneller Spieler. Komm. Nee, das wird nichts. Drüber gezogen. Aber war nicht schlecht, der Versuch. War eine ganz gute Idee. Und pomm. Na, den sollte man sich schnell schnappen. Denn da war er recht allein auf der Außenbahn. Und, ja, komm. Nee, das wird nichts. Das war jetzt nichts. Aber es war ein Versuch wert. Ah, verdammt. Da hat er den Ball abgefangen. Was natürlich nicht so schön ist. Aber solange wir die Führung halten, ist es in Ordnung. Ja, das gibt's doch nicht. Da haben sie aber gepatzt jetzt. Und drin! Haha! Yay! Yeah. Lass sie rotieren! Und mache hier den Roboter! Und wieder war es Gomez. Vielleicht kriegt er noch einen Hattrick hin heute. In der ersten Halbzeit, Halbzeit von 2 Tore hier für ihn. Natürlich wunderbar vorgelegt, hier muss man sagen. Guter Pass. Ja, 2-0. Das ist schön. Und die erste Halbzeit ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei. Och, das gibt's doch nicht. Die patzen ja nur noch. Mario Gomez. Oh, das war jetzt von mir aber ganz schön gepatzt. Muss ich mal zugeben an dieser Stelle. Übrigens ist es nicht so leicht, Fußball zu kommentieren, weil man immer schön auf die Namen und aufs Spiel gucken muss. Deswegen sage ich nicht so oft die Namen der Spieler, die gerade am Ball sind, aber ihr seht das ja selbst. Ah, und das war nichts hier von Demichelis. Ich habe ihn an seinem Haarschopf erkannt. Haha. Und wieder ins Aus. Ja, ich hatte es mal, dass er bei 6 Mal ins Aus ging. Ach, danke. Ja, genau. Ich glaub's auch. So. Ja, aber die kommen langsam immer näher ans Tor. Nein, das wird nichts. Oh, hohoho. Ein bisschen anders stehen und das wär's gewesen. So, und weg. So, haben wir jetzt schnell auf die andere Spiel... Ah, verdammt, das war gar nichts. Aber haben den Ball ja wieder gekriegt. Ja, aufpassen! Hilfe! Mann, jetzt komm! Ja, ja, komm! Ach, bitte! Habe ich es nicht genau gesehen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein Freistoß wert war. So, spielen wir mal weiter weg den Ball. Langsam mal wieder hier aus dem Strafraum rauskommen, beziehungsweise aus Strafraumnähe. Aha, abgelenkt. Na denn. Gut. Ich versuche... Oh, verdammt. Ich versuche mal hier mit Timoschuk noch was zu reißen. Ah. Oh, gut gehalten von Rensing. Sofort reagiert. Hauen wir mal weiter weg, das Stück. Das Stück Leder. Komm, hol ihn dir. Ah, man kann es ja mal versuchen. Hm, den Ball abgelenkt, sehr schön. Wo der Schweinsteiger jetzt hier zum Zug kam. Ah, verdammt. Ja, schön verzettelt hier, das kann natürlich passieren. Oh. Das war jetzt aber gequadrot, wenn man so will. Nicht nur gedoppelt oder getrippelt. Oh, oh. Ja, den Zuschauern gefällt das nicht. Das war natürlich verpatzt. Eieieiei. Jetzt werden sie aber sauer, die Stuttgarter. Ich würde sagen. Ahaha, würde ich aber auch sagen. Würde ich aber auch sagen, das war dann doch etwas arg bedrängt und behindert und bescheuert und alles. Nein, so meine ich das natürlich nicht, sondern er wurde behindert. So, wieder erstmal ein bisschen aus das Spiel zu Robben und dann hier
Van Buyten und der Ball ging beinahe schon wieder weg. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen. Immer wenn ich auf die Namen gucke, dann passiert Scheiße. Und wir kommen langsam immer näher. Aufbauspiel klappt ganz gut und ja, das hat geklappt. Oh, hahaha, wenigstens Einwurf. Schön, schön. So, und du nimmst den bitte an. Das wäre nett. Ach was. Verarsch dich doch selber. Hier. Komm. Und, ach, ja, Nirsa. Nix. Ja. Ja, das würde ich aber auch mal sagen, dass das jetzt nicht ganz fair getackelt war. Kann man schon mal einen Freistoß geben. Ach, verdammt. Jetzt habe ich ehrlich gesagt, naja, das war jetzt fast eine blöde Idee gewesen, hätte es einen Freistoß geben können. Für Stuttgart. Natürlich weniger schön gewesen. Und Demichelis versucht's und er schafft es auch. Also Ruhe ins Spiel bringen hier. Gut, das sieht schon wieder, nicht gut aus. Ja, ja. Bezeichnet mich ruhig als Noob, ist mir doch egal. Bringen wir die Pille erstmal wieder ein Stück weit weg. Ja, aber das war gar nicht schlecht. Und das war ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Verdammt. Zu spät. Und da ist der Ball im Seitenaus. Schön, gehen wir gleich hier hin. Und Flanke. Na, das kann von hier aus nichts werden. Blöde Position. Keine ganz einwandfreie Flanke. Und, ja, Van Buyten macht's. Aber das war dann im Endeffekt doch nichts. Stuttgart wieder im Ballbesitz. Verdammt. Ich dachte, er läuft noch ein Stück. Ja. Das denkst auch nur du. Und die Michele spielt das Ding erstmal schön weit raus. Und? Ja, nein. Nein. Oh, ja. Schön renn doch. Verdammt, das wäre schön gewesen. Na? Versucht's hier mal, aber das, ja, Freistoß. Würde ich auch sagen. Etwas fies weggetackelt. Und, ja, das war schön abgeblockt. Aber das war dann nicht mehr abzuwenden. Das gibt Ecke. Ja, wir müssen hier decken. Oh, was war das denn? Das war ein böser Fehler. Entschuldigung, aber das war nix. Oh, verdammt. Das war nichts. Da wollte ich das Dribbling ansetzen, aber das war dann doch nichts. Gut rausgeklärt. Oh. Eieieiei. Jetzt die Gelegenheit zum Konter nutzen. Verdammt. Oh, gut. Ich war gerade echt so ein bisschen still gerade so, weil ich dachte mir, boah, das wäre ja das Tor des Jahrhunderts gewesen hier. Gut, aber war nichts. Oh. Komm. Nein, natürlich. Ja, komm, verspotte mich halt noch, indem du erstmal rumstehst. Ja, komm, Abstoß, würde ich sagen. Nicht rumstehen. Und diesen Ball kann sich Van Bommel, doch kann er sich holen. Ich wollte schon sagen, nicht holen. Oh. Und 2 Minuten wird nachgespielt. Japsa, das geht noch. Wir laufen mal ein gutes Stück. Nein. Ich dachte, ich versuche es mal von hinten raus zu preschen, aber war nichts. Und an den kommt die Michaelis hier nicht ran. Aber war auch, ehrlich gesagt, jetzt keine gute Flanke. Das war mehr so, druff. Gib ihm, so ungefähr. Und auf gib ihm macht man keine Flanken. Weiß Stuttgart eigentlich auch, aber hier an dieser Stelle verpatzt. Und damit ist die erste Halbzeit vorbei und ich würde sagen, das sieht doch richtig gut aus. 2-0. Stuttgart offensichtlich nicht so in Form. Aber die Bayern hingegen ziemlich gut in Form. Und von daher das Ergebnis dementsprechend. Mal sehen, was sich in der zweiten Halbzeit tut. Hier nochmal ein paar schöne Szenen. Natürlich das wundervolle Tor. Das war wirklich, tolle Leistung, aber auch wunderschön einfach.
Schön Flanke rüber, Kopfball reingezimmert. Sehr sicher. Gut, und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt nicht noch länger an. Es waren nicht viele Highlights. Wir können uns noch mal das Zwischenergebnis hier angucken. Statistik. Tore 2, Schüsse haben sie auch weniger gehabt. Schüsse aufs Tor haben sie nur einen gehabt. Ballbesitz waren wir auch besser. Zweikämpfe waren wir auch besser. Fouls, ja, einmal mehr, aber naja. Verletzungen, wir haben hier auch eine Verletzung hier. Von daher würde ich sagen, Ecken hatten so zwei, wir keine. Okay. Schussgenauigkeit ist bei denen aber auch ziemlich im Arsch und die Passgenauigkeit etwa gleich. Gut, wir gehen nochmal ins Pausenmenü. Ich lasse das jetzt mal alles so vor. Wenn ich nicht wollte, dass ich das vorlese, tue ich es nicht. Sehen wir uns mal an, wie die beieinander sind. Alle noch sehr gut beieinander. Braucht mal keine Auswechslung machen. Aber wir gucken, wer verletzt war. Offensichtlich nichts Ernstes, sonst wird man das hier angezeigt sehen. Hier links ein Symbol. Hier neben dem neben der Positionsanzeige. Ist aber nichts, von daher können wir wie gehabt weitermachen. Noch fit, die Jungs. Gut, und hier Anstoß. Na, mit der Nummer, ich glaube es war 48. Wir versuchen mal schön vorzupreschen. Wir können es uns ja leisten. Wir führen ja 2-0. Ja, das war nicht so schlecht. Oh, das war aber gar nichts. Na komm. Nein, das war nichts. Einfach drauf, komm. Oh, verdammt. Hätte ich abziehen müssen, ich weiß. Ich hätte abziehen müssen. Und das hätte ich anders regeln können. Da hätte ich den Ball behalten sollen. Ja, ach komm. Muss man da jetzt einen Freistoß geben? Weiß ich nicht. Naja, wahrscheinlich schon. Der Schiri wird's wissen. Na? Ah, hat er noch erwischt. Ja, das war schön. Schöner Pass. So, mal sehen, ob was draus wird. Oh. Das ist kein Elfer? Ich habe das jetzt nicht so genau gesehen, aber so aus dem Augenwinkel sah es jetzt wie ein Elfer aus. Entschuldigung, aber... Naja. Und Van Britten versucht, hier an Kakao ranzukommen und schafft es auch. Und wir würden sagen, Rensing spielt hier mal schön weit raus hier. Das war jetzt allerdings kein sehr schönes Abspiel. Upsi. Eieieiei. Aber von Rensing abgeblockt und dementsprechend im Tor aus. Ach, verdammt, ich darf das nicht mal wegdrücken. Macht man ja nicht im Let's Play. Und? Doch, das war ganz gut geklärt. Eieieiei. Das muss man sofort nutzen. Nein, das gibt's nicht. Ah, ein bisschen früher oder vielleicht auch ein bisschen später sogar. Je nachdem, im Nachhinein kann man mal viel sagen. Und? Ja, das hat doch gut geklappt. Und Ribéry hier auf dem Vormarsch, so wie man ihn kennt. Blitzschneller Mann. Aber scheint ein bisschen zu schwächeln gerade. Und den können wir gerne ins Tor ausrollen lassen, denn dann gibt's Ecke. Gut, wir spielen schön in die Masse rein. Hier Schweinsteiger. Und? Na, das weit drüber. Das war nichts. Aber immer noch 2-0. Bisher ohne Gegentor. Muss man auch mal deutlich sagen. Gut, das ist auch nur ein Freundschaftsspiel. Kann sein, dass sie jetzt bloß mit Testkadern unterwegs sind. Aber ich trainiere immer lieber schon ein bisschen den Stammkader, beziehungsweise den Start-Hauptkader. Und das kannst du völlig vergessen. Nein, das war gar nichts. Und nein, schafft er nicht ganz. Oh. Schnell reagiert von Rensing. Denn der kam hier gar nicht so schlecht ums Eck rumgeschossen. Obwohl, nee, der wäre gar nicht drin gewesen, sehe ich gerade. Aber sah von hier oben nicht ganz ungefährlich aus. Wo hier, ich gucke hier von oben runter, ne? Ja, das war ein schlechter Versuch. Schlecht draufgezogen. Komm schon. Geht doch. Gut, jetzt im richtigen Moment passen. Ah, verdammt. Aber gibt immerhin Einwurf. Und das war gar nichts. Der segelt da übers Aus hinweg. Das war nichts. Oh, das war allerdings sehr schön. Und jetzt sollte Nah lieber mal zurennen. Anwana, komm. Und weiter. Und drinnen 3-0 für Bayern. Yes! Und wer macht's wieder? Gomez. Gomez jetzt hier mit Hattrick-Dreierpack. Der hat einen Lauf, würde ich mal sagen. Ja, Gomez, Ribéry, Nah, da oben ein... Vorne ein tolles Team. Ja, ein Dreierpack, könnte man sagen.
die sich einfach perfekt zuspielen, gut aufeinander abgestimmt sind irgendwie. Und gut miteinander können. Wenn da mal rübergepasst wird, wenn da mal eine Flanke kommt, dann geht die auch durch. Und das ist natürlich das, was vorne funktionieren muss. Und das funktioniert hier auch. Und das ist natürlich immer schön zu sehen, wenn man sieht, dass die eigene Taktik, die eigene Aufstellung auch aufgeht. Oh. Naja, noch nicht sehr gefährlich, aber man sollte nie den Gegner unterschätzen, auch nicht, wenn er wirklich zu hinten liegt. Schön ausgespielt. Na, hier wieder auf dem Vormarsch, möchte ich sagen. Gehen wir aber nochmal zurück. Oh! Das würde ich sagen, ist eine gelbe Karte. Nein, Schiedsrichter verwarnt nur. Aber es gibt eine Auswechslung. Marika geht rein, Hilber geht raus. Und wir könnten auch mal gucken, zumindest, was, ob wir nicht mal auswechseln könnten. Jetzt in der zweiten Halbzeit, vielleicht ist jemand erschöpft. Ich würde aber sagen, das ist alles noch ganz human, würde ich sagen. Man könnte vielleicht hier Robben eine Pause gönnen, der dann doch ein bisschen angeschlagen ist, aber jetzt allgemein würde ich sagen, das geht noch alles, das ist noch alles im völlig grünen Bereich. Braucht man keine Auswechslungen machen. Vor allem, weil das Team gerade einfach einen Lauf hat. Dann müssen wir die auch hier nicht unterbrechen. So, schießen wir einen schönen langen Pass. Ah, der aber nicht durchkommt. Da ist er dazwischen gegangen. Vielleicht ein bisschen zu lang. Und ja, er kriegt ihn, verliert ihn aber direkt wieder, weil er vom eigenen Mitspieler angerempelt wird. Das ist natürlich immer schön. Ach, war der nicht mal aus? Entschuldige mal, so. Eieiei. Das muss aber Rache geben jetzt. Hier aufs Maul legen, das ist aber nicht hier Fair Play und so. Ah, verdammt, jetzt ausgespielt. Aber Versuch war nicht so schlecht. Jetzt wechseln sie schon wieder aus. Hilib kommt rein und Lanek geht raus. Hilib, ja, wie man den nennt. Lanek geht raus. Und schaffen wir es uns, den zu schnappen? Nein, schaffen wir ihn jetzt nicht direkt. Aber, ah, zumindest ein bisschen abgelenkt. Und den hauen wir am besten sofort raus. Ah nein, geht ins Aus. Und sogar für uns. Schön. Ah, das war jetzt zwar so nicht gedacht, hat aber geklappt. Ah, hier ein bisschen, ah, nicht gut. Kann ich ein bisschen in Bedrängnis hier. Aber hat hier Van Bommel schön gerettet. Upsi. Das sollte man nicht sagen im Fußball. Nee, das war jetzt, Dabun. Oh, oh, Ribéry hat's erwischt. Wollen wir den auswechseln, Freunde? Würde ich sagen. Gucken, ob es eine schlimme Verletzung ist oder ob er sich vielleicht nur kurz ausruht. Aber wir wollen jetzt auch nicht überstrapazieren, nicht, dass er jetzt ausfällt eine Weile. Deswegen würde ich sagen, wir holen Klose rein für Ribéry. Beziehungsweise wir hauen Ribéry raus für Klose und hoffen, dass sich Ribéry schnell erholt. Gute Besserung. Kann man da nur sagen. Ja, und Klose kommt rein. Auch ein Topspieler. Von daher spielerisch kein allzu großer, ein vertretbarer Verlust, meine ich, beziehungsweise. Und das wollen wir uns auch direkt, wollen wir uns auch rächen. Na, sag mal, gibt's das? Der gibt einfach keinen Elfer. Ich werd langsam sauer hier, das gibt's doch nicht. Ja. Genau. So, und, ja, doch, geht ins Aus. Aber ich denke, dass das, genau, für Stuttgart ein Einwurf ist. Und, ja, abgefangen, das ist schön. Jetzt aber, ah, verdammt, ein bisschen Ruhe reinbringen, das gibt's nicht. Aufgeben wollen sie auch nicht, die Stuttgarter. Machen hier schön Druck, wie es scheint. Ob das jetzt mit Absicht ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber nee, das war so nicht gedacht. Stick in die falsche Richtung gezogen, das kann natürlich passieren. Und jetzt wechseln sie schon wieder aus. Diesmal kommt Gepard rein und Kuzmanovic geht raus. Witsch, nicht Witsch, Witsch. So, und den müssen wir uns schnell schnappen. Wenn wir können. Oh nein, ah, das war ein schlechter Pass seitens Stuttgart. Ich weiß nicht, welcher Spieler es genau war. Wir gehen den Ball mal weiter weg, damit hier mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Oh. Idee nicht schlecht, aber nicht geklappt. Haben wir uns hier vorbeischummeln können? Ja, können wir.
Nee, hier nichts mit Foul und so. Ah, hat er gehalten. Hat hier Lehmann doch recht schnell reagiert. Auch kein schlechter Torwart, muss man sagen. Hab ja gar nichts gegen den Lehmann. Oh, gute Gelegenheit, gute Gelegenheit. Oh, verdammt, vielleicht hätte ich da einen Heber versuchen sollen. Vielleicht hätte ich da wirklich einen Heber versuchen sollen. Diesmal kein Tor für Mario Gomez. Ansonsten wäre das ja hier schon ein lecker knuspriges 4-0 gewesen. Und alles seine Tore hier. Oh, vielleicht hätte ich wieder einen Heber versuchen sollen. Ich denke irgendwie nicht immer dran, dann auch wirklich einen Heber zu machen. Jetzt habe ich geschnüfft. Und versucht Van Buyten dazwischen zu gehen, zwischen Progemniak und sein rundes Leder. Aber das klappt hier so nicht. Und es gibt einen Freistoß für Stuttgart. Oh, den haben wir natürlich viel zu hoch. Gut, weggeschlagen. Weggefaustet hier. Oh, nein, das war gar nichts. Das war natürlich überhaupt gar nichts. Stuttgart hier mehr... Langsam habe ich den Eindruck mehr auf Ach und Krach und hau doch drauf. Habe ich langsam wirklich den Eindruck. Weil das Spiel ist eh verloren, ist eh nur ein Freundschaftsspiel und langsam scheinen sie sich wirklich keine Mühe mehr zu geben. Was man aber auch in einem Freundschaftsspiel eigentlich sollte. Huch. Würde ich aber auch sagen. So, gehen wir mal nach hinten. Und versuchen uns hier durchzuschummeln mit Anwaner. Huch. Na, das war aber nichts. War aber komisch. So, und der Ball geht natürlich an uns, weil das einfach mal nichts war. Und langsam komme ich rein mit dem Moderieren. Hier im Fußball. Yeah. Und nein, das war nichts. Oh. Oh, ah, hätte man... Ah, daraus hätte man mehr machen können, verdammt. Daraus hätte man viel mehr machen können. Und da kommt die Mikelis doch, er kommt noch an, weil der nette Herr Stürmer einfach nicht mitdenkt. Stuttgart, definitiv schon mal besser in Form gewesen, muss man sagen. Das können die besser. Oh, den hat er nicht richtig gekriegt. Und das kann natürlich böse enden. Oh, hahaha. Gut, hat Rensing jetzt nochmal reagiert. Nicht lang gezögert, nochmal reingegangen, hat sich den Ball geholt. Beziehungsweise rausgegangen. Was ist denn hier los? So. Und? Nein, den Ball hat er sicher. Aber das hier... Ah, doch. Würde ich sagen, war nicht schlecht. Versuchen sie es halt doch nochmal. Zumindest, dass es kein 3-0 wird. Ah, nee, das war nichts. Das war gar nichts. Muss natürlich Einwurf geben. Ja, und direkt schon wieder ins Ausgekickt. Ich liebe diese Situation, wirklich. Total. Ja, ja, wer liebt sie nicht? Keiner liebt sie. Und doch, den kriegen wir und schaffen es auch, uns damit auf und davon zu machen. Oh, verdammt. Nee, das hätte besser gehen müssen. Das muss besser gehen. Vor allem hier seitens FC Bayern München muss so eine Situation besser gehen. Diese Situation wieder war sehr schön, allerdings hier schön gefoult und das muss diesmal der Gelbe geben. Nein, wieder nur eine Verwarnung. Schiedsrichter will hier heute keine Gelbe geben. Und das, würde ich sagen, war ein netter Versuch, aber letztendlich nicht wirklich gefährlich seitens der Bayern hier. Und das Spiel ist so gut wie vorbei. Ein bisschen Nachspielzeit wird es noch geben. Aber nichts Weltbewegendes. Das Ergebnis wird sich nicht mehr ändern. Sprach derjenige, der dann doch wieder ein Tor einstecken musste. Oh, das war ein netter Versuch, aber hat sich nur selbst getreten. Ich würde sagen, den gehen wir weit raus. Einfach, weil wir können. Oh, ich dachte schon. Das wäre ein schwerwiegender Fehler gewesen. Hat das tatsächlich sogar mal erlebt, dass der Torwart den Arm weit draußen angenommen hat. Und dann einfach mal, ja, den Ball an mich abgegeben hat aus Versehen. So, ich würde sagen, ja, das hat geklappt. Aber wieder gefoult, also langsam reicht's auch mal. Das muss jetzt wirklich eine Gelbe geben. Na endlich. Also so langsam übertreiben sie es mit ihrem Foulspiel, finde ich. Wenn man sich das mal hier anguckt. Nett war das nicht.
Das war mit das Bein war schön durchgezogen hier, wie ich so gerne sage. Und das war scheiße, wie ich so gerne sage. Also hat er wirklich getreten. Nicht versucht, den Ball wegzunehmen. Zumindest sah es wirklich so aus, auch wenn es keine Absicht war. Und das kann man so nicht machen. Ja, da haben sie umsonst gejubelt. Oh ja. Oh, verdammt. Wieder gefoult. Das gibt's doch nicht. Also irgendwie sind die gerade aggressiv geworden. Ja. Würde ich aber auch mal sagen, dass das abseits war. Weil ich nicht mitgedacht habe und nicht unten auf den Radar geguckt habe, beziehungsweise auf die Karte, auf die 2D-Karte. Hätte ich vielleicht mal machen sollen, ich kleiner Depp. Ansonsten hätte ich jetzt hier eine Chance gehabt. Aber was sage ich denn, es ist doch vorbei. 3-0 für die Bayern. Gomez hat einen Hattrick gemacht. Das ist natürlich schön und dementsprechend freuen sich die Bayern auch über den gelungenen Einstieg. Natürlich ist es noch kein richtiger Saisoneinstieg, es sind nur Freundschaftsspiele, aber dennoch ist es eine Art gelungener Einstieg, gleich mal anfangs zu sagen, hier, so sind wir aufgestellt und so spielen wir auch den Rest der Saison, die gesamte Saison über, von Anfang bis Ende. Und das ist doch schon mal eine geile Ansage, vor allem gegen einen Gegner wie Stuttgart, der nun wirklich nicht total schwach ist. Gut, und dann würde ich sagen, dieses Spiel ist vorbei, wir können uns nochmal das Ergebnis schön angucken. Wer war denn der beste Spieler heute? Gomez natürlich mit seinen 3 Toren, 9 Schüsse. Und allgemein ziemlich gute Leistung. Wir können uns nochmal die Spielereignisse ansehen. Hat mal einige Verletzungen, einige Fouls, einige Auswechslungen, eine gelbe Karte auch. Und natürlich 3 Tore von Gomez hier. Können wir mal die Spielerbewertung angucken, wenn man das so durchgeht. Bei Bayern 6, 8, 7, 8, 7, 8. Nee, oder ist das eine 6? Ich kann es nicht genau sehen. 7, 6, 8, denke ich. 9. 9 Gomez ist natürlich klar. Und hier nochmal eine Dingens, eine 8. Ja, wenn man sich dann hier mal anguckt, die hätten heute besser spielen können. In der Verteidigung ging's. Hier, 6, 8, 5, 4, 5, 8, 6, 4, 6, 6, 6. Das ist durchschnittlicher als VfB Stuttgart. Das könnte, ich mag die Mannschaft ehrlich gesagt auch, das könnten die besser. Ja, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Nur leider, der Vorstand, dem ist es ziemlich egal, wenn man in Freundschaftsspielen gut gewinnt. Dem ist das egal. Mal sehen, wie ich noch über die Folgen hinweg mit dem Moderieren in dieses Spiel einsteigen werde. Weil noch weiß ich, dass meine Moderationsweise für dieses Spiel noch nicht optimal ist. Weil ich an diese Art von Spielen beim Moderieren überhaupt, das bin ich völlig ungewohnt. Ich kenne das überhaupt noch gar nicht. Was völlig neu ist für mich. Aber ich werde das lernen müssen, genauso wie ihr gelernt habt, mich zu mögen. Ja, ja. Gut, ein paar Transfers gab es jetzt, nichts Weltbewegendes. Nee, nee, nichts Weltbewegendes dabei, würde ich sagen. Gut, und die Ergebnisse der Freundschaftsspiele von heute. Atalanta, wie man das spricht. Gegen Lyon, 1-0 verloren. Hoffenheim, 3-0 gegen Athletic. Sag mir jetzt nicht genau, wer das ist, weiß ich nicht genau. Köln, Sunderland, 1-1. Und wir natürlich 3-0 Stuttgart, ziemlich geplättet hier, muss man sagen. Aber sind ja auch bloß Freundschaftsspiele. Und ja, Ribéry verletzt. Was hat er denn? Sehr geehrter Herr Knifte. In der letzten Partie wurde ein Spieler verletzt und fällt eine Zeit lang aus. Sie sollten die Aufstellung im Teammanagement entsprechend anpassen. Ja, wie lang fällt dann aus? Ach, eine Woche. Da muss ich gar nichts machen. Ach doch, muss ich, klar, weil er jetzt genau diese eine Woche ausfällt. Gut, dann würde ich sagen, wir wechseln ja auch direkt gegen Klose aus. Machen wir schon mal für nächstes Mal. Da hat es doch ein bisschen erwischt, den Guten. Natürlich muss auch von der Ersatzbank runter. Dann nehmen wir uns nochmal hier, keine Ahnung, nehmen wir uns Müller rein. Müller, das geht. Müller und weiter geht's. Nein. Dementsprechend müssen natürlich die Spielerrollen noch angepasst werden. Zum Beispiel hier übernimmt Klose gerade. Das ist jetzt nicht so schön für diesen Job. Und hier übrigens, die beiden sind vertauscht. Habe ich doch falsch rum gemacht. Hier Robben und hier Schweinsteiger. So ist richtig. So. Weil hier der Linksfuß muss, ihr wisst schon, der Linksfuß und der muss hier auf die rechte Ecke. Und der Rechtsfuß muss auf die linke Ecke. So rum war es nämlich, nicht andersrum. Gut, und wer kann denn den langen Freistoß übernehmen? Ich würde sagen, das macht an dieser Stelle Robben. Er ist allgemein freistoßmäßig ziemlich gut. Von daher machen wir das so. Gut.
womit das auch schon wieder geklärt wäre. Da fällt Ribéry fürs nächste Spiel aus. Ist ein Verlust, aber zum Glück jetzt nur in den Freundschaftsspielen. Lass mal ihm die Zeit, sich zu erholen. Ist doch ganz klar. Gut, und das, ja, wir sehen auch schnell das Komplettergebnis. Einnahmen haben wir gute 350.000 eingenommen. Sonstliche restliche Budgetänderungen, nix. Vorstand, dem ist das egal, wenn wir Freundschaftsspielen gewinnen. Wir natürlich Trainer im Prestige noch recht sehr niedrig. Und ja, Felix ist wirklich mein Vorname, das habe ich schon mal gesagt. Es ist zu früh, um deine Leistung im Zug auf die Saisonziele bewerten zu können. Der Vorstand wird dir in einigen Wochen mehr Feedback geben. Ja, das ist doch super. Sponsorengeld gekriegt, weil wir gewonnen haben. Und Karteneinnahmen, ja, geht. Gut, und das nächste Mal werden wir gegen Mönchengladbach spielen. Noch mehr Borussen hier. Überall Borussen, das gibt's doch nicht. Gut. Und ich würde sagen, es schlägt uns jetzt keinen großen Zacken auf der Krone, dass Ribéry mal ein Spiel ausfällt. Sind ja eh nur die Freundschaftsspiele, von daher nicht so schlimm. Und nächstes Mal gucken wir uns auch den Transfermarkt mal an. Ah, fürs Erste werden wir hier speichern. Hier, LP. Überschreiben. Flank. Flank. So, und natürlich noch die Einstellungen. Will auch noch speichern. Ja, das machen wir alles schnell. Und das hat mir Spaß gemacht für dieses erste Mal. Meine Moderationsweise, wenn die euch noch nicht ganz perfekt gefallen hat, mir selbst eigentlich auch nicht, wird sich noch verbessern, mir selbst wirklich nicht, weil es geht noch besser, dass ich auch wirklich mal ein Auge für die Spielernamen und für das Geschehen auf dem Platz habe. Ach, fürs Erste, denke ich, ist das ganz okay für einen Einstand in unser FIFA-Let's Play, FIFA 10 hier, ne, wisst ihr schon. Gut, sag ich mal, bis zum nächsten Mal, ich bin's euer Anwana und damit ciao und am Ball bleiben, Freunde. Lustig.